Er ist nicht nur der jüngste Speaker Slam Teilnehmer Deutschlands, er ist wohl auch der jüngste Speaker Deutschlands. Und das über ein Thema, das ein ganz besonderes ist, nämlich Mindset. Er will das Leben anderer verändern, weil er in seinem schon so viel verändert hat. Ein großartiger Mann. Ich bin stolz, dass er bei mir auf dem Sofa sitzt. Herzlich willkommen, Tom Weinmann. Hallo. Tom, du warst 15, als du den ersten Speaker Slam gewonnen hast. Ich mache noch mal kurz ein paar grobe Rahmendaten. Wiesbaden, ich glaube 72 Teilnehmer, 71 Teilnehmer oder 70 Teilnehmer, die 18 plus waren. Mhm. Älteste Teilnehmerin vermute ich mal 60 plus, um mal irgendetwas zu sagen. Und es gab diverse gute Leute, aber es gab einen Sensationspreis, einen Publikumspreis, den wichtigsten, und den hast du abgeräumt. Ja, den hast du abgeräumt. Gratuliere. Und nur wegen Corona ist es dummerweise zu verdanken, dass du ihn mit 15 gewonnen hast, weil wenn das Ding nicht verschoben geworden wäre, hättest du wahrscheinlich mit 14 gewonnen. Ja. Kompliment. Also du hast schon Lebensziele erreicht, für die andere ja soweit noch nie kommen. Erzähl mal, wie kommt es, dass du diesen Weg schon so erfolgreich gegangen bist, und erzähl ein bisschen was von dir. Ja, also ich bin den Weg durch meine Mutter gegangen. Mhm. Großartige Frau, ja. Ich habe die kennengelernt. Ja. Und am Anfang war so, ich hatte sehr viel Energie und damit konnte ich nicht umgehen. Also ich habe irgendwann eine Diagnostik bekommen vom Arzt, ADHS, und das hat mich dann halt verändert in der Schule. Ich wurde aggressiv, habe mich ständig geprügelt, und in der weiterführenden Schule habe ich dann halt einen Schicksalsschlag erlebt. Mhm. Ich wurde gemobbt, ich wurde vor einem Lehrer geschlagen, und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, so geht's nicht weiter in meinem Leben. Und dann bin ich auf mein allererstes Event gegangen, durch meine Mutter. Und dort habe ich dann eins gelernt, und zwar, dass ich meine Entscheidung selbst treffe und dass ich für mich verantwortlich bin. Mhm. Und ab da ging mein Weg dann steil nach oben. Ich habe eine komplette Academy durchgemacht, eine Coaching-Ausbildung, bin dann bei dir gelandet, bei deinem Eintags-Event. Da haben wir uns auch kennengelernt. Dann habe ich das Goldprogramm gemacht und noch eine Speaker-Ausbildung. Also das habe ich alles in 2 bis 3 Jahren gemacht. Großartig. Was andere mit 40 machen, falls 40. Überhaupt. Also du bist ein irrsinniger Turbo. Lass uns mal so ein bisschen zurückblicken. Mhm. Jetzt könnte man ja eigentlich frustriert sein. Also anscheinend vor einem Lehrer verprügelt worden sein. Mhm. Da geht man nach Hause, steckt den Kopf in den Sand und springt aus dem Fenster. Ja, so weit ist es bei mir nicht gekommen. Ja. Aber ich habe den Kopf wirklich dann kurz in den Sand gesteckt und habe gesagt, okay, warum ist das jetzt so? Ich wollte nicht mehr in der Schule. Mhm. Ich wurde weiterhin gemobbt. Ich habe Morddrohungen bekommen, all solche Sachen. Und den Lehrern war es relativ egal. Okay. Also die Schule hat nicht reagiert. Die haben es gesehen, die wussten Bescheid. Ein Lehrer hat mich auch 2-mal ins Krankenhaus befördert. Also ja, läuft. Also befördert heißt gebracht, nicht? Nee, nicht. Durch ihn. Also er hat mir eine Tür gegen den Kopf gehauen. Okay, das ist schon mal so eine außergewöhnliche Geschichte. Ja. Was hat deine Mutter dann gemacht, dass sie da diesen Switch hingekriegt hat? Also sie macht das schon länger, die Persönlichkeitsentwicklung, als ich glaube jetzt schon 20 Jahre. Mhm. Und da hat sie gesagt, okay, komm, ich nehme dich jetzt mal mit zu einem Event, wo nur Gleichaltrige sind. Okay. Und dort habe ich dann wirklich diesen Switch bekommen, weil ich gemerkt habe, hey, es gibt doch noch eine andere Seite vom Leben als das Mobbing. Wow, Kompliment. Also hast deiner Mutter viel zu verdanken. Ja. Und jetzt sagst du, ich will das weitergeben oder auch anderen helfen. Ja, genau, das ist meine Mission, die Spielregeln des Lebens zu verändern. Halt diese Standardglaubenssätze, die jeder hat, warum alle noch da sind, wo sie jetzt sind. Weil es ist ja so, wir sind alle auf die Welt gekommen mit dem gleichen Potenzial. Mhm. Nur weil wir von Anfang an getriezt werden, das Potenzial nicht zu nutzen. Und das ist so schade. Und ich sehe es in meiner Schule, ich sehe es in anderen Schulen, dass dort Potenzial ist. Und auch bei allen möglichen Menschen. Mhm. Und dieses Potenzial muss genutzt werden. Also ich sehe schon die Schlagzeile, Tom Weinmann sagt, die Schule ist der Potenzialvernichter. Ich denke, wir müssen, glaube ich, beides sehen. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz großartige Lehrkräfte auf der einen Seite, aber natürlich auch ein paar
Situation, die man sicherlich noch besser machen kann. Definitiv. Keine Frage. Was sind denn so für Spielregeln, wo du glaubst, dass sich vielleicht gerade junge Menschen oder Menschen überhaupt im negativen Sinne hinhangeln und in welche Richtung würdest du sie ganz gern verändern wollen? Also allein nur diese Spielregel, dass gesagt wird, du musst die Schule, du musst Abitur machen, du musst studieren, du musst Arzt werden. So diese Standardspielregeln, die wir von Anfang an aufgedrückt bekommen und auch diese Stempel, du musst die Schule machen, du musst gar nichts. Es gibt genügend Beispiele von großen Unternehmern, die ja nicht die Schule zu Ende gemacht haben. Ja, einer sitzt übrigens gegenüber. Richtig, du hast am Rande die Schule nicht zu Ende gemacht und du hast es sehr, sehr, sehr weit gebracht. Und das ist halt einer so dieser Spielregeln, die geändert werden muss. Und auch eine ganz wichtige Sache ist an sich unser Schulsystem. Mhm. Es ist eine Spielregel, die alles kontrolliert, weil da muss jeder durch. Klar. Also wahrscheinlich würden jetzt manche Verfechter sagen, wer weiß, wie weit ich es gebracht hätte, wenn ich die Schule doch noch zu Ende gebracht hätte. Aber du willst natürlich auf die Selbstbestimmung hinaus, richtig, auf dieses, dass es wahrscheinlich auch viel mehr Spaß macht, die Schule zu Ende zu bringen, wenn man nicht muss. Richtig. Und eben vielleicht sogar die Motivation dafür erfährt, das zu tun. Ja, keine Frage. Jetzt hat ja deine Mutter es wirklich geschafft, in dir so ein riesen Motivationsfeuer zu entfachen. Du schaffst es anscheinend bei deinen Kunden ja auch. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was braucht denn die Jugend und auch die Menschheit, um überhaupt motiviert zu sein? Dass sie vielleicht, also man spricht ja oft darüber, die haben alle keinen Bock oder das ist ja alles schon so gemütlich eingerichtet. Was braucht es denn, damit Menschen ihr eigenes Feuer zum Zünden bringen? Also vor allem die Jugend muss richtig abgeholt werden, weil wenn wir uns das angucken, viele vergleichen die Persönlichkeitsentwicklung mit diesen ganzen Werbungen, Comedy-Gruppe und all solche Sachen, wo es dann um Trading geht und damit wird es halt verknüpft. Mhm. Und wenn das ganz anders gemacht würde, dann würden sich die Leute auch abgeholt fühlen und das Feuer würden sie selbst in sich entfachen, weil ein anderer kann es anzünden, aber du selbst musst es hochtreiben. Du sagst, wenn es ganz anders gemacht würde, wie könnte es denn aussehen, wenn man es ganz anders macht? Indem man beispielsweise mit Menschen zusammenarbeitet, die eine große Reichweite haben. Wir reden jetzt von Influencern. Wenn man die beispielsweise abholt und mit denen zusammenarbeitet und sagt, hey, wie wäre es, wenn wir mal eine Kampagne zusammen starten, die dann das Feuer in den Leuten entfacht, Events mit denen zusammen macht und quasi sich Leute zusätzlich dazu holt, die Jugend kennt. Okay. Also praktisch wäre das auch so ein Austausch, nicht nur die alten Lehrer, sondern verrückte Persönlichkeiten, richtig, Influencer und so weiter dazu. Meinst du denn nicht auch, ich glaube, es will ja jeder YouTube-Star werden? Mhm. Also selbst, also mein Sohn 7 will YouTuber werden, meine Tochter 10 will YouTuberin werden. Ich finde das schon mal ganz großartig. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, sind denn die sich bewusst, dass das ja auch anstrengend ist, dass das ja auch eine Zeit bedarf, bis man dann mal Follower Nummer 10 hat? Also da kann ich sogar aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Leute verfolgt, habe eine Zeit lang einen YouTube-Kanal gehabt und ich habe mir das super leicht vorgestellt. Also ich habe gedacht, das geht jetzt so von 0 auf 100 und ich spreche ein bisschen in die Kamera. Aber was alles dahinter steckt, das ist krass. Du musst immer wieder neue Ideen finden, musst sie umsetzen und du musst auch mit deiner Community im Austausch stehen. Und sagen wir so, es ist ein hartes Pflaster. Aber die Leute, die dann wirklich sagen, hey, ich hole mir die Leute ins Boot, die wissen, wie es funktioniert, dann kann auch aus einer kleinen Sache etwas ganz Großes werden. Und das ist etwas, was du schon erreicht hast. Wir stehen ja schon hier bei deiner zweiten Karriere. Ich darf ja noch an so deine alte erinnern. Da warst du Podcast-Tom und hast ja da schon sehr erfolgreich Menschen und Marken beraten, wie die Podcaster werden. Richtig. Wie war so deine Erfahrung als Erstunternehmer? Also die Erfahrung war vor allem, es ist nicht leicht. Also man muss immer wieder im Austausch bleiben und man muss vor allem mit den Leuten zusammenarbeiten und auch auf die Leute eingehen. Und das habe ich in vielen Coachings gelernt, die ich gehabt habe. Da habe ich gemerkt, okay, wenn ich die Leute nicht abhole, dann machen sie auch nichts daraus, was ich ihnen beibringe. Das ist wohl so. Jetzt bist du ein großartiger junger Mann, bist ja hocheloquent auf dem Sofa. Ich finde das sensationell mit dir. Ich befürchte ja dennoch, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, die es vielleicht nicht aussprechen, aber sagen, mein Gott, der Tom da mit seinen 15 ist ja schon noch ein junges Kerlchen. Spürst du das? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ja, also ich spüre nicht nur den Gegenwind von der älteren Generation, sondern vor allem von der jüngeren Generation. Okay. Also da geht es nicht nur um das Alter, sondern auch das, was ich tue. Also es ist ein so krasser Gegenwind und da muss man halt wirklich standhaft bleiben und sagen, ich mache weiter. Mhm. Und viele sagen, ich bin zu jung, aber da sage ich, ja, das bin ich, das gebe ich auch zu, aber genau das ist meine Stärke, zu Unternehmern hinzugehen und zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir mal aus der Jugend da drauf schauen und wenn mal ein Jugendlicher jungen Erwachsenen und jugendlichen Menschen erzählt und erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit der Persönlichkeitsentwicklung, anstatt dass da irgendjemand auf der Bühne steht, wo gesagt wird, das könnte mein Papa sein. Ja, ja. Oder in meinem Fall fast schon der Großvater. Richtig. Wunderbar. Mensch, du, und wo geht deine Reise hin? Was wären so ein paar Zielvorstellungen von dir? Also meine Reise geht jetzt erstmal dahin, dass ich mich jetzt auf den Weg mache und anfange vor Vorständen beispielsweise zu sprechen. Mhm. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat auch beispielsweise gesagt, wie wäre es, wenn du nicht mal in die großen Konzerne gehst? Mhm. Da ist ein großer Bedarf da, weil da die wissen nicht, wie man mit der Jugend umgeht. Mhm. Und mir wurde auch schon gesagt, du bist schon das Sprachrohr für deine Generation, weil es macht kaum jemand. Klar. Und genau das ist jetzt mein Ziel, quasi rauszugehen und anfangen, auf der Bühne wirklich auch mit meinem Thema präsent zu sein. Ja, und es gibt ja wahrscheinlich auch ein paar Konzerne, die eben auch Produkte gerade an eure Altersgruppe und so weiter verkaufen, was dann natürlich schon nochmal ein bisschen Sinn macht. Ja. Großartig. Du, jetzt denke ich mal, aber wir haben noch über die Schule geredet, die gibt es noch? Meine Schule? Ja, also nicht die Schule als Gebäude, sondern dein Plan, die Schule zu Ende zu bringen? Ja, also mein Plan ist es, ich möchte jetzt erstmal kein Abitur machen, aber diesen Weg halte ich mir immer offen. Mhm. Also ich mache jetzt meinen Realschulabschluss erstmal, da habe ich gesagt, komm, das mache ich, mir macht Spaß in der Schule, ich bin ein Einserschüler, ich mache nichts für die Schule, ich lerne nicht, ich höre einfach nur zu und da habe ich gesagt, komm, mach es jetzt zu Ende und dann noch mehr Vollgas als jetzt. Jetzt kommt die Frage eines Schulabbrechers. Und warum nicht Abi, wenn es dir eh so leicht fällt, gleich noch durchziehen, weil schon der andere Ruf so groß ist? Ja, definitiv. Also, weil ich mir gesagt habe, okay, ich habe jetzt dann, ich habe ja eine Klasse wiederholt, ich bin jetzt dann 11 Jahre in der Schule gewesen, nochmal 3 oder 2 Jahre obendrauf, da habe ich dann wiederum nicht so Lust, weil ich einfach sage, da könnte ich dann wiederum andere Dinge machen, weil da bin ich in einem Alter, wo ich dann auch schon sagen kann, Abfahrt, jetzt steht mir noch mehr alles auf, als es jetzt schon ist. Klingt nach einem ganz schönen Plan hier. Bin gespannt, was deine Mutter dazu sagt, aber ich denke, sie hat das alles schon längst wieder abgesegnet. Und willst du ein Buch schreiben? Ja, das war auch schon mein Plan und da werde ich mich jetzt bestimmt dran setzen, dass dort mal was kommt zu meiner Geschichte, weil das sehr, sehr, sehr viele Menschen inspirieren wird. Was glaubst du, was ist der größte Hebel, den du bei deinen Freunden und so bewegen kannst? Wovor haben die am meisten Angst? Was ist deren größte Sorge, wo du vielleicht ein bisschen Heilung bringen kannst? Es liegt an dieser Selbstbestimmung, selbstbewusst zu sein. Viele tun so, als wären sie selbstbewusst und wären sie selbst, sind sie nicht. Das merke ich bei vielen, sie sind einfach eine Kopie von auch vielen Influencern. Ja. Die sprechen so wie die, sie ziehen sich an wie die, anstatt mal zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich und worin ist mein Weg? Kann man sich denn diese Frage schon stellen? Also ich kann mich nur erinnern, ich habe, glaube ich, 2 Jahrzehnte versucht, cool zu sein. Ja? Also da wusste ich noch nicht mal, wer ist Hermann Scherer, aber ich wusste, was ich scheinbar zu tun habe, um cool zu sein. Also ich habe 1000 Dinge gemacht, die nicht mir entsprochen haben und wusste auch nicht, wie es besser geht. Ja, da ist wirklich meine Sache, dass ich mir selbst sage, ich bin selbstbewusst und ich liebe mich selbst. Also jedes Mal, wenn ich an einem Spiegel vorbei denke, denke ich mir, ey, du geile Sau, schön, dass du hier bist, weil ich genau weiß, egal was andere Menschen über mich denken, was für Klamotten ich trage Hemden, das trägt sonst keiner in meiner Schule oder sonst was, wie ich spreche, auf welchem Level ich auch denke, das ist mir egal, weil ich weiß, ich bin es mir selbst wert und da dürfen viele Jugendliche noch dran packen, aber es wird kommen und es ist ihr Weg. Also, da würde ich dich mal als liebevolle, geile Sau bezeichnen, weil ich glaube, dass es ja schnell in einen Geschmack gehen kann, den man falsch versteht. Richtig. Aber ich denke, es ist ein positiver Zuspruch, den wir immer wieder brauchen, keine Frage. Ich erlebe so viele
Erwachsene, 30, 40, 5, meine Klientel ist ja logischerweise äußerst unterschiedlich alt, wobei es in der Regel 40 plus ist statt 15 plus. Und ich erlebe selbst, dass diese Menschen kein Selbstvertrauen haben, kein Selbstbewusstsein haben, nicht diese Traute haben, wie du sie hast. Was müssen Erwachsene anders machen? Eigentlich genau dasselbe wie Jugendliche, und zwar es sich selbst wert zu sein, auch mal abzuschalten. Mhm. Es ist wichtig. Es heißt nicht nur die ganze Zeit 100% geben, sondern man kann auch mal sagen, hey, ich setze mich jetzt mal hin und hör mal auf mein Herz, was mein Herz sagt und wonach es ruft, anstatt dem Kopf die ganze Zeit zuzuhören. Mhm. Kann es auch daran liegen, dass ganz viele Erwachsene nicht so eine tolle Mama hatten wie du? Ja. Also vieles passiert in der Jugend. Wir lernen in der Jugend so verdammt viel. Ich merke es ja an mir. Und wenn man diesen Background als Jugendlicher nicht zu Hause hat, dann ist es schwer, aber es funktioniert trotzdem. Ich kenne Leute, die haben es geschafft. Und man hat einen Vorteil, definitiv, wenn man so eine tolle Mama hat wie meine. Ja, und das klingt schon mal nach einem klaren Plan. Und mal gucken, ob Mama die Sendung sieht. Ich glaube schon. Stell dir doch mal die Welt in 30 Jahren vor. Welche Spielregeln oder welche zusätzlichen Spielregeln, ein paar hast du schon genannt, sollten sich noch verändert haben, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, für den du so sehr kämpfst? Einer der Spielregeln bezieht sich jetzt auch wieder auf die Schule, ist die Digitalisierung. Okay. Diese Spielregel der Digitalisierung zu sagen, das ist doch nicht wichtig, das wird niemals so krass sein. Man merkt es gerade in den Schulen, durch diesen Lockdown, der ja jetzt war, wie tief die Schulen gefallen sind. Das ist so einer der Spielregeln, die sich ändern muss, damit auch meine Generation, die jetzt auch kommt, nochmal auf das nächste Level des Lebens schon in dem Alter gehoben werden kann, anstatt sie einfach auf der Straße verkümmern zu lassen. Und was meinst du mit tief gefallen bei der Schule? Dass die Schule einfach daran festhält, an dem, wie sie jetzt ist. Okay. Also ich merke das ja jetzt bei mir. Ich habe jetzt über meine Direktorin erfahren, dass sie in der Persönlichkeitsentwicklung tätig ist. Und da habe ich so gemerkt, okay, bei uns an der Schule ändert sich was, aber an anderen Schulen ist es nicht so. Da wird an dem alten Schulsystem festgehalten und Werte, die wichtig sind fürs Leben, nicht vermittelt. Okay, also du hast ja noch eine coole Direktorin. Ja. Die gleiche Direktorin, die in dieser Schule war, in der das mit dem Lehrer und Türschlag und so weiter? Damals war sie aus gesundheitlichen Gründen nicht dort. Das hat sie auch mitbekommen. Aber es war halt so, es wurde so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Okay. Weil es gab keine festen Beweise dafür, dass das wirklich so war. Der Lehrer konnte sich rausreden und auch die Schüler standen nicht hinter mir. Also war es schwer für mich, überhaupt irgendwie Glauben zu finden in den Schülern. Also du bist ja nicht nur der Kämpfer für ein besseres Schulsystem, sondern auch noch für Gerechtigkeit, für Digitalisierung. Kurzum, die Welt wird noch zu einem besseren Ort. Ja. Wenn wir Menschen wie dich haben, lieber Tom, und ich finde das großartig, mit wie viel Engagement du an diese Sache rangehst, dann glaube ich auch daran, dass das der Fall sein wird. Ich finde das sensationell. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz, ganz häufig aus einer anderen Perspektive heraus. Ich sehe schon die große Bühne und ich werde irgendwo in der vorletzten Reihe drin sitzen und besonders laut klatschen. Danke für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank. Danke dir.